Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Xenoblade Chronicles 3. Wir kämpfen uns durch den Ursprung, haben hier gerade ein bisschen Rast gemacht und machen uns dann entsprechend gleich wieder auf den Weg. Möbius N. ist auch wieder mit von der Partie. Wir haben ihn noch nicht getroffen, aber ich gehe sehr stark davon aus, dass wir gegen ihn kämpfen müssen, früher oder später. Und wir versuchen jetzt vor allem erstmal die Kiewis-Königin zu finden. Die soll irgendwo weiter unten, etwas tiefer, hier im Ursprung gefangen sein. Gefangen würde ich sagen. Ja, gefangen passt. So, jetzt will er doch gegen uns kämpfen. So ein Mist. Wir leveln uns hier nochmal fleißig hoch. Wer weiß, wofür es gut ist. Von daher gehen wir jetzt auch den Kämpfen nicht allzu stark aus dem Weg. Aber ich hoffe, dass vielleicht hier zwischendurch nochmal was passiert dann. Sonst maul ich immer, dass zu viele Zwischensequenzen sind, ne? Aber die ganze Zeit durchkämpfen ist ja auch langweilig. Also zumindest zum Zuschauen. Oder? Oder nicht? Könnt ihr mir ja mal mitteilen. Müsst ihr aber nicht. So, was greift mich an? Ach Gott, in jeder Ecke ist hier einer. Ja, aber wir haben ja ein bisschen aufgelevelt jetzt in dem, an der Raststelle. Da geht's gleich ein bisschen kräftiger vorwärts. Hängt der gerade in der Wand fest? Sieht so ein bisschen aus, ne? Mal gleich den nächsten an der Backe. So, hier ist aber ein... Ach, Menno! Komm, lass mich da dran. Du hast doch eh keine Chance. Aus. Du kostest nicht nur Zeit. Fall doch einfach um. Leg dich hin. Und wir tun dir nichts und gib mir den Container. Ah, jetzt, was? Haben wir noch einen an der Backe? Nee, okay, alles gut. Hatte kurz Angst, weil der Lebensbalken kam. Aber alles gut. So, wer greift da? Komm, immer schön gemeinsam auf einen drauf, sonst dauert das hier ewig. Oder auch nicht. Loot, Loot, Loot. Guys,
Get ready to fight. Ach komm, ja gut, wir haben ja extra was noch was gegessen, um Erfahrungspunkte zu kriegen, von daher. Kräftig drückt er. Müssen wir wohl noch. Ich finde dieses Außengebiet, das irritiert immer total. Irgendwie ist es ganz komisch. Wahrscheinlich wegen dieser beweglichen Schilde da. Ist irgendwie komisch. Naja. Diesmal waren die ganz friedlich. Oh, hier sind kleine Flatterviecher, die greifen mich garantiert an. Auch nicht. Du greifst mich sie an. Ich bin enttäuscht. Oh. Falscher Anfang. Yay! Sind wir in die falsche Richtung gerannt gerade? Mist. Den Kampf hätten wir uns also sparen können. Na gut. Scheint nicht aktiv zu sein. Na gut, dann nicht. Versuchen wir mal ein bisschen flotter hier durchzukommen. Nee. So viel dazu. Einen umgehauen.
Den nächsten bitte. Eben haben sie uns noch gute Elsch ignoriert. Jetzt will uns hier wieder alles angreifen. Explosion! Blut! Also, so. Dass wir noch keine Collectorcom-Karten voll haben seitdem. So viel Loot, wie wir hier kriegen. Ach nö. Ey, wenn wir hier durch sind, sind wir Level 100. Wirklich. Ich sag's euch. Na, ist noch einiges zu bewältigen. Ich glaube, ich lass mal jetzt ein bisschen... Ja. Die Kämpfe wollte ich gerade sagen, aber wenn ich die ganze Zeit angegriffen werde, wird das halt nichts. Oh Gott, oh Gott. Was zur Hölle bist du? Ist auch eigentlich gar nicht so wichtig, ne? Hauptsache wir haben nicht um. Schon wieder? Okay. Das ging ja schneller als erwartet. Gut. Bin ich ja nicht böse drum. Okay. Was haben wir hier noch? Ich könnte auch hier lang. Da ist noch ein großes böses Vieh und der Questmarker geht hier hin. Nur John. So, hier können wir jetzt den Aufzug wahrscheinlich aktivieren. Aber hier sind starke Viechers. Ach Mann. Ich wollte es ja unbedingt machen. Gab's ein Level Up? Der hat ein Level Up. Ja.
komm schon. Höchstleistung. Gab's noch ein Nee, Level-Ups gab's nicht. Es war einfach nur, dass ich die Gegner besiegt hab, man gut. Die Geräusche meine ich, die Sounds. Haut's um! Ja, nicht mich umhauen! Ja, Angriffskette dauert zwar länger, aber komm. Einfach irgendwas draufhauen. Zack. Ich glaube, wir wären schon längst durch, wenn ich jetzt nicht die Angriffskette gemacht hätte. Das dauert halt immer so ewig. Das lohnt sich irgendwie nur bei Bossen. Ja, ist ja schon tot. Komm, lass ihn. So. Loot. Immerhin ordentlich Loot. Wofür auch immer. So, und jetzt kann man aktivieren. Das ist von, ist die andere Seite von diesem Fahrstuhl, oder? It should be operable now. Okay. Naja, wie auch immer. Ach so, wir können dann wahrscheinlich hoch. Es war da oben eine. Ein Rastpunkt? Ist es nicht. Gehen wir mal hoch? Gucken wir. Now, we wait. Nee, hier war kein Rastpunkt. Zumindest nicht in direkter Nähe. Naja, gut. Aber es ist eine Abkürzung. Auch okay. Gehen wir wieder. Ach so, jetzt können wir hier oben lang. Bringt uns das was? Bringt uns das was? Unbedingt. Ich glaube, keine Ahnung. Egal, wir gehen jetzt auch nicht allzu weit jetzt auf Erkundung. Wie komme ich wieder runter? So, mit dem Fahrstuhl vielleicht. Ich dachte, ich wäre schon auf dem Fahrstuhl. Ja. Funktioniert ja super bei mir hier. So, das sind jetzt aber auch nochmal so stärkere, ne? Ja. Och, Menno. Oh, oh. Shall we deal with this? Keep your attacks focused. Get it! Demon Slayer! Demon Slayer! Bring it!
den Schwachen machen, Leute. Nicht gleich den ganz Großen. Oje, oje. Oje, Mimi. Oje, Mimi. So, einen hätten wir schon mal. Das ist schon gut. Sehr gut. Du wirst mich mal kurz ziehen, danke. Alles klar. Na komm, andere Kette macht die Sinn. Bisschen neben Senna. Egal. Hau runter hier. Der kriegt das schon alleine hin. Loot, wenn ich hier Explosion mache. Oh. Ach, das zählt als Maschine? Okay, gut zu wissen. Ja, das war's jetzt für dich. Peng, kaputt. Nice. Direkt weitergehen? Ich bin mir nicht sicher. Schon? Wie viel müssen wir denn hier noch besiegen? Not to worry, just stick to the plan. Nee, wir sollten einfach durchrennen. Vielleicht gucken wir mal, wie es denn hier jetzt mit den Klassen aussieht. Wir haben jetzt so viele Kämpfe gemacht. Dass man mal wenigstens gucken, wie es hier mit den Klassen ausschaut. Oh.
Ich mag die Explosionsfähigkeit von Nioh. Nioh macht das, ne? Ja, ich glaub schon. So, jetzt wollte ich mal gucken. Wie sieht's denn hier? Ach, guck mal, hier, die ganzen Klassen sind schon aufgewertet. So. Oh, ich möchte endlich wieder eine Angriffsklasse haben. Bitte, bitte, bitte. Aber ich habe keine, die... ich habe keine, die ich lernen könnte jetzt im Moment. Mist. So, wie sieht's hier aus? Kann denn schon jemand anders den Troubadour lernen? Weil der Troubadour ist eigentlich ziemlich cool. Du kannst den Troubadour lernen. Und du hast auch schon... Ja, dann lernst du jetzt den Troubadour. Ist wahrscheinlich super schlecht für dich. Obwohl, ah, nice. Dann lernst du jetzt den Troubadour. So, dann können die anderen den auch noch lernen. So, du hast den Kriegsherrn. Den Kriegsherrn hat aber auch noch keiner gelernt. Doch, du. Heilschütze ist jetzt perfekt. Schauen. Auf A. Ja. Ab dafür. So, und was lernst du jetzt Neues? Jäger ist D. Schutzkommandeur ist B. Da ist B. Beides B. So, jetzt könnte ich eine Heilerklasse lernen. Ja, könnte ich. Ob ich das will, ist natürlich die andere Frage. Kann Mio noch irgendwas anderes lernen als Schutzkommandeur, was andere vielleicht noch nicht haben? Dass wir das ein bisschen... Ja, nee. Wir könnten auch einfach ihm jetzt hier... Ja, aber er hat die Ouroboros, er hat das, die Schwertfähigkeiten und alles. Oder wir nehmen jetzt einfach hier den Schwertkämpfer und gut ist. So. Brauchst du auch was Neues? Was können wir dir denn noch geben jetzt? Du kannst auch den hier lernen. Den Titan-Jaguar haben nämlich auch noch nicht viele drin. Ja, den Kriegsherrn allerdings auch nicht. Von daher ist das jetzt Jacke wie Hose. So, wer braucht denn jetzt noch? Moment. Tyon braucht die jetzt noch, ne? Ja. Schauen wir mal, wie es denn... B. Ist relativ egal, was wir ihm geben. So. Hauptsache, jeder hat was anderes. Ja. Bei dir ist halt gerade doof. So. Dann lernt ihr jetzt alle nur mal was Neues. Okay. So, dann haben wir jetzt 3 Angreifer, 2 Heiler. Auch nicht so das Optimum. So. Hä, du machst nicht die Explosion? Doch, da. Reaktion, Explosion. Weg nach Hause. Sehr schön.
fast schon. Es ist mir aber hier fast jetzt zu viele Angreifer. Du könntest vielleicht auch... Die Heiler hast du schon alle. Hier den Kriegsheiler machen. Dann müssen wir halt noch was anderes nehmen. Als Helden. Zack. Vielleicht den Bannerträger? Bisschen Waffen? Wäre vielleicht auch nicht schlecht. Müssen wir mal gucken, ob das klappt. Es müssten eigentlich alle was anderes haben, ne? Ja, sieht gut aus. Ja, und Norden lernt halt jetzt nichts Neues. Hm. Weiß nicht, ob das jetzt so gut, ob ich das jetzt so gut finde. Obwohl, der hat ja doch... Der kann schon das Schwert verwenden. Das kann er ja auch als Heiler machen. Hm. Oh, da. Taumaturg. Taktiker, Heilschütze. Machen wir doch lieber den Heilschützen, nehmen lieber einen anderen Helden. Zum Beispiel... Alexandria, damit könnte man so schöne Angriffsketten machen. Das wäre doch jetzt gar nicht so übel. Hm, ziemlich viele Heiler, ziemlich viele weniger Angreifer. Wir probieren es einfach mal. So, meine Lieben, ist aber jetzt schon spät genug. Das essen wir beim nächsten Mal aus, wenn ihr mögt. Bis dann und ciao, ciao.